Willkommen zurück bei Dark Souls. Wir sind immer noch in dem Finsterfurzwald. Und hier kriegen wir eigentlich ganz schön auf die Fresse. Der ist irgendwie immer da, der Typ. So. So, der Gifthans, ne? Das war unschlau. Ja. Gibt halt immer. Ich weiß halt nicht, was der Zauber macht, deswegen einfach mal in Ruhe wegballern. Hinten liegen meine Seelen. So, gibt auch 2000. Ich komme nicht anders zu den Seelen. Ich muss das so machen. Hä? Ach so. Thou fared well to find me, but comest thee not for the grave of Sir Artorius? My advice true. Forget this. The legend of Artorius art none but a fabrication. Traversing the dark. Tis but a fairy tale. Have thy own respect. Go not yonder knocking for nothing, I say. Well, indeed. Thou art a strange one. Nevertheless, I feel some liking for thee. I'm Alvina of the Darkroot Wood. I command a clan of hunters who track down defiles of the forest graves. What dost thou say? Wilt thou not join us? Oh, yes, I believe we would suit thee well. Ich hab keine Ahnung, ja. I am very glad. And now thou art one of us. Let us establish a cover. Ich weiß jetzt ja nicht, was das bringt, ehrlich gesagt. Katzeneidring. It allows for thy summoning. If mine senses reveal intruders, then I will summon thee. Fend them off, sir. I beseech only this. I shall summon others who will, by their honor, work tirelessly with thee. Thou shalt receive great reward, and whatsoever ye shall pillage will be thine own. A true agreement, not so. But thou must heed the golden rule. The clan is thine own affair. To thine kinsmen forever stay true. Darest not in any attempt to double cross. Have no doubt, such wretchedness never will we tolerate. Jetzt gucken wir erstmal, was der Ring kann. So. Achso, wenn ich den trage, kann ich auf die Beschwörung reagieren. Jetzt meine Seele zurück und da ist ja auch eine Schatzkiste.
bin zu laut. Ja, die zweite. Alter, ich wollte eigentlich noch weghüpfen. Bringt den halt aus der Balance. Auch nicht immer, wie man. Jetzt gleich die Gleimer ab. Oh, plündern. Goldharz, schön. Ich ein bisschen. Elf zurück. Warum? So, mal gucken, was drin ist. Blaue Glut. Ich mache das jetzt nur, um ein bisschen Lebensenergie zurückzubekommen. Weil das da hinten sieht ja schon ein bisschen aus wie Bosskampf. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal zurück. Ich weiß zwar noch nicht, ob wir mit 17.000 Seelen uns aufsteigen lassen können. Wie die herumtrampeln. Hallo, hallo. Oder gibt es vielleicht hier noch was Geiles? Wollen wir uns das angucken, aber so. Da wir eh zum Leuchtfeuer zurück wollen, ist das jetzt kein Problem. Deswegen erstmal zum Leuchtfeuer zurück. Notfalls nehmen wir auch noch ein Dings. Ach, zum Leuchtfeuer gehen zurück und tun dann eh so einen Typen umhauen. Da gibt es ja 2000 Seen für. So.
gar nicht so weiter Weg wie andere. Na gut, wenn das wirklich ein Bosskampf ist, dann ist das schon unpraktisch. Aber wie schöner so. Ich dachte wirklich, dass es ein bisschen einfacher hier ist. Dens Festung. Ich weiß halt auch bei manchen nicht, ob das skaliert. Mit der Stufe, die man hat. So, da legen wir schnell den Typen um. Ach so, kann ich nicht mehr, weil ich jetzt einer von denen bin. Ich bin jetzt einer von ihnen, deswegen... Gut, ist ja eigentlich richtig so. Trotzdem schade. Wie viel brauche ich denn? Oh, wir haben schon genug. Würde ich sagen, Vitalität gehen wir hoch. Ja, schon. Das ist Kondition, geht's. Echte Waffe. Ja, wir gehen. Vitalität nach oben. Damit sind wir Stufe 50, Freunde. Ich denke mal, dass wir vielleicht auch bei der Hälfte sind von dem Spiel. Ich habe keine Ahnung. Cool, wenn man mit denen reden könnte. Ich glaube, das sind diese... Wir gehen jetzt mal hier lang, weil ich habe das Gefühl, dass diese Großkatzen dann auch nicht mehr unsere Feinde sind. Könnte natürlich auch totaler Schwachsinn sein, was ich hier erzähle. Ja, die haben ganz schön abgezogen, die Typen. Alter! Irgendwie sind die ja stärker. Tschüss, Menschlichkeit. Bleibt dabei, wir gehen da lang. Ich gehe wirklich gucken, jetzt bin ich ja untot, ob uns wieder... Wir sind jetzt ein Typ, wir sind jetzt von denen. Bei den Katzen weiß ich trotzdem nicht. Im Endeffekt, die Chefin von uns, quasi, ist ja eine Katze. Oder das andere waren halt Gegner, ne? Die wollte mich greifen, dumme Kuh. Die dumme Pflanze, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass Frauen böse sind.
Ja. Das haben wir schon mal schlecht eingekriegt. Andauern. Wart, 5 Sekunden. Das war ja nur. Ah, ist dieser Weg, wo es ins Becken runtergeht, oder? Müsste da unten die Hydra gewesen sein? Natürlich. Das finde ich echt cool gemacht an dem Spiel, dass man halt wirklich gesonderte Areale hat, die man aber von den anderen Arealen trotzdem sieht. Nicht für sich, sondern doch schon halbwegs zusammenhängt die Welt. An sich ist das ja wie eine Art Open World, oder? Ja, war vielleicht ein bisschen riskant mal wieder. Warum? Ja, irgendwie weicht er manchmal echt nicht aus. Jetzt müsst ihr hier irgendwo runtergehen. Genau. Da wäre die Brücke, die wir gerade von oben gesehen haben. Ich finde das ja krass, es gibt ja richtig Leute, die sich ja sowas von krass auskennen. Wirklich keine Katze jetzt hier. Okay. Ja, beide. Hey, du Assi. Ah. Okay, da bringt. Da ist eine Leiter. Da unten liegt Loot, deswegen gehen wir erstmal runter. Aber wir haben, vor uns waren es drei Katzen, wir haben eine weggemacht, also die spawnen nicht neu. Eine Seele. Kann man mit den Seelen eigentlich um was anderes machen oder sind die halt wirklich nur da, um quasi die Seelen zu nehmen, wenn man sie braucht? Wo zum Fick sind wir hier? Hier ist doch die Hydra, hier war die Hydra drin. Wir haben 4000 Seelen, wir haben nichts zu verlieren, falls wir hier irgendwo... Das dauert mir jetzt aber zu lang. Archer-Ring. Was bist du denn?
Ah. Oh, hallo. So, it is thou who rescued me. Most gracious, I am deeply obliged. I am Dusk of Ulysseal. I cometh from an age long before thine. I cannot stay here for long. So, before I disappear, allow me to ask one thing. My home, Ulysseal, is the home of ancient sorceries. My hope is to pass this profound knowledge to thee. With thine approval, would this be of assistance to thee? Wieso nicht? Thanks. I am pleased beyond words. Then I shout, engrave my signature. Thou art in need. Pray summon me from my signature. Seems that my time is done. May the great flames guide thee. Also ist das jetzt eine Art Phantom, oder? Ist ein Blutfleck oder ist das? Ne, das ist. Ich hab's so gewusst. Ich hab's gewusst. Aber wir haben geholfen. So, lieber mal voll. Aber ich hab gelesen, dass man den Drachen auch. Also die Hydra von hinten bekämpfen kann. Aber ich dachte, man fällt ja runter ganz knallhart. Wir nehmen jetzt mal den... Ballons, vielleicht bringen die uns nicht so schnell aus, aber vielleicht stehen wir schnell auf und sowas, ihr kennt das. Moment. Wir haben nur ein Harz, deswegen will ich das jetzt nicht benutzen. Ja, das ist mal eine etwas längere Leiter. Wer baut denn sowas? Jetzt mal ehrlich. 200 Meter Leiter. Schon heftig. War auch überhaupt nicht knapp. Ich weiß halt nicht mal was, ob es hinter den Katzen überhaupt was gibt noch. Na komm, fettes Gehopse. Hallo! Ja, ich wollte treten, unbedingt, das ist... Na komm! Nein! Hm.
Ah, genau. Müssen mich mal kurz hinter, wo der Fettsack nicht langkommt. So. Mal sehen, ob mir das überhaupt was gebracht hat. Mal sehen, was es hier gibt. Noch eine Katze. Große Seelen. Mal wieder nichts verpassen. Ich verpasse aber wahrscheinlich eh einen Haufen. Gut, jetzt haben wir das halt von der anderen Seite aufgezäumt. Oder sehe ich das jetzt falsch? Nö, ich sehe das schon richtig. Also nochmal zum Feuerchen. Hätten wir die wenigstens auch erledigt. Wir haben jemanden befreit, das ist auch sehr schön. Wie der hier gestorben ist, weiß ich aber auch nicht. Jetzt wäre es cool, mit denen reden zu können. Ich bin ja quasi einer von ihnen. Ich habe halt keine Ahnung, was die Eide bringen. Könnt ihr jetzt sagen, schreibt es in die Kommentare, aber bis das Video rauskommt, dauert das noch seine Zeit. Und trotzdem würde ich sagen, Freunde der Sonne, wir machen hier wieder ein kleines Päuschen und sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen.